Zurück bei Need for Speed und wir werden jetzt mal Eddys Rennen hier starten. Die letzte Challenge. Das große Finale und Eddie ist am Start. Los, los, los! Und mal gucken, ob wir ihn holen können. Schnurbel Flash Eddie. Ey. Oh, das ist ganz schön lang, das Rennen. Okay. Uiuiuiuiui. Perfekter Moment. Ob das was mit dem Porsche hier wird? Oshimoto. Boah, ich fahre in den Süden und bin Dritter, Alter. Also Eddie geht schon gut ab. Eddie geht schon richtig gut ab und der andere auch. Ah gut, der Porsche ist auch hier mit 230, Alter, was ist denn da los? Da muss mehr gehen, da muss mehr gehen, los. Da muss man eigentlich eine dauerhafte Nosse hier angucken. So, jetzt sieht's auf den Bahnhof oder was? Eddie ist Zweiter. Schmoto. Du Alter. Halunke. Wo holt er mich, Alter? Guck mal, ich fahr voll im Windschatten. Aber es reicht alles nicht. Und der Porsche ist, glaube ich, ein bisschen zu schlecht. Von der Leistung her. Rocky Boy zieht auch vorbei. Ei. Sag ich dann nur. Mir fällt der natürlich nicht mehr ein. Ei, zack. So, eigentlich fahre ich bis jetzt richtig gut fehlerfrei. Aber hat keine Chance. Hier nicht eine. Ja, guck mal, bei 250 ist er wirklich fast Schluss. Tiefer geht er nicht mehr. Ja, warum ist der Porsche so langsam? Das stimmt mit dem nicht. Das kommt aber ein bisschen. 305. 310. Ja, quälen auf 320. Eieieiei. 340. 350. 360. Eieiei. 360 dann ist Schluss, Alter. Bei 360 einfach mal an das Auto haben. Passiert natürlich nichts da. Halten beide ihre Spur. 360 km/h. So. Aber ist auch ein Arcade Racer und kein Phantom dazu. Eieieiei. Eddie ist verdammt schnell. Auf die anderen hier. Vom ersten schon wieder zurückgefallen und vierten. Sobald ich eh mal die Bremse antippe, ziehen die alle vorbei. Aber ich muss die Kurven auf jeden Fall anbremsen, sonst war das hier ganz schnell gewesen. Nee. Porsche wird hier nicht ausreichen. Los! Komm schon. Zieh.
da? Was ist da los? Wieso sind die so schnell? Jetzt könnte noch ein bisschen nach hier mal gucken, ne? Ja, 4 Kilometer nur noch. Und ich bin gerade mit Dritter zurück, ja. Dritter. Ich glaube, besser werde ich hier nicht. Flash B. Flash B, der Affe. Zieht hier noch vorbei. Oh, Hoffenboy auch noch. Werde ich hier tatsächlich hier Dritter noch? Ui. Zack, rastet aus der Porsche. Da gibt's dann nochmal alles. Tschüss. Ja, so ein Eddie werde ich hier nicht mehr kriegen, Alter. Der ist wahrscheinlich schon im Ziel. Oder was? Ja, gut. Dritter gewonnen. Alles klar? Ich nehme an, Eddie hat das Ding gewonnen. Tja, tja, tja. Gut, na dann werden wir mal in die Garage springen. Dann werde ich mal noch eine Runde tunen für meinen letzten Ausflug und dem letzten Rennen sozusagen. Dazu muss ich aber erstmal alle Farben entfernen. Nee, nützt nichts hier. Ja. So. Optik-Tuning auch entfernen. Alles außer Räder, genau. Und ein Bodykit. Ei! Ah ne, das sieht da ein bisschen homosexuell aus. Weil das passt ja überhaupt nicht, wenn die Kotflügel so breit sind und dann passt das mit den Spoilern da vorne ja nicht. Das geht nicht. Da geht eigentlich nur das, weil ein Android haben wir nicht mehr. Gut, dann machen wir den jetzt hier richtig optisch sehr sportlich, sehr rallyhaft. So, machen wir erstmal tief das Ding, Digga. Zack, breit, breit, breit muss er sein. Und negativ, das passt richtig gut, Alter. Zieht dir rein, Digga, yeah. So, jetzt gucken wir nochmal kurz. Gut, Auspuff muss ich den jetzt behalten. Ah ne, Mann, die sehen so scheiße aus. Ich kann die nicht mehr sehen, die Dinger. Leider gibt es auch keine Heckleuchten. Oh, sonst gibt es auch nichts. Wie gesagt, ich finde ja die Porsche-Dinger. Felgen, die passen schon ganz gut zum Porsche, ganz logisch. Aber ich würde die gerne mal in grün machen. Ja. Ja, kann schon ein bisschen giftig sein. Genau, an allen Felgen anbringen. Primärfarbe bringt, glaube ich, gar nichts, oder? Nee. So, gut. Dann passt das jetzt natürlich überhaupt nicht mit dem Blau. Also müssen wir hier erstmal eine schöne Farbe raussuchen. Die habe ich aber schon gefunden. Wollte ja nicht lange überlegen. Ich stehe auf Matt. So, und jetzt noch ein paar Details ran. Dann haben wir das. Irgendwas schönes grünes. Zock, 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 zock. Also viele Flaggen gibt es ja eigentlich auch nicht, wa? Nee, Flaggen nicht. Duft, 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 duft. So japanische Schriftzeichen werden ja, das ist natürlich blöd. Aber das kommt natürlich ganz cool. Dann kriegt das hier schön ruf.
So, ja, Noisebomb. So, linke Seite kommt das gleiche. Da ist es. Nicht ganz so groß, Digga, nicht ganz so groß. So. Würde ich jetzt ein bisschen kleiner machen können, dann wäre das kompletter drauf gewesen auf den Spoiler, aber so ist so schon in Ordnung. Hier müssen wir, glaube ich, von oben rangehen. Muss man noch mal gucken hier ein bisschen. Ah, gibt ja schon wieder einige neue Sachen, wa? Ja. Einige Sachen, die neu sind. Das hat jetzt wahrscheinlich mit dem Event zu tun. Ja. So, jetzt weiß ich aber, was ich mache. Farbe ändern. Letzte Farbe und matt. So. Lowlife. Oben, weiter. Ja, mache ich jetzt oben ein bisschen. Bisschen cooler. Na, das passt jetzt natürlich hier nicht mehr drin. Das ist natürlich total scheiße. Das müsste eigentlich. Nee, das kann ich hier nicht hinbringen. Nee, muss ich woanders hin machen? Nein, Digga, weg damit! Weg! Das löschen. So, neuet. Das kommt noch. Gut. Dann machen wir das. Das passt natürlich hier schön hin. Zack, 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 zack. Ist das passend? So ist passend. Weiter. Dann kommt da noch hin. Weeds. Oder Wets. Zack. Hier. So. Mal. Dann nehmen wir noch. Abflug wäre natürlich auch cool. Zack, 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 zack. Müssen wir noch ein bisschen cleaner machen. Zack. Ja, Mann. Gefällt mir. Einmal das halt da. Bisschen größer noch. Ach man. So. Und so und so und so und so. Jetzt noch ein bisschen ausrichten. So. Was können wir hier noch hinknallen? Loma. Hügel. Loma ist Spanisch, Digga. Ach Mensch, das ist. Ich hab mal gewohnt in der Callejón de la Loma. In der Straße zum Hügel. Zack. Und eigentlich würde ich da unten nur so ein Porsche-Zeichen hinmachen oder so.